So, Leute. Reden wir mal über einen Film, über den ich eigentlich am Anfang gar nicht reden wollte. Zack Snyder hat nämlich wieder Scheiße produziert. Diesmal hat er sich nicht bei irgendwelchen Marvel- oder Superheldenkram bedient. Nein, diesmal hat er sich da bedient, wo man sich eigentlich nicht bedienen sollte, bei Star Wars. Und zwar ausschließlich bei Star Wars und Herr der Ringe und Warhammer 40k und alles andere. Wir reden über Rebel Moon. Und warum ich finde, dass Rebel Moon mit Abstand einer der schlechtesten Filme des Jahres 2023 war und ist, verrate ich euch nach dem Trailer. When I found you in the wreckage of that ship, I considered leaving you. I was afraid you could bring trouble to us. What do you think they want? Just farmers, we're not a threat. They won't just kill us, will they? You're delusional. You think those soldiers will show them mercy? Stop. Gonna have to fight. I am a child of war. I find warriors to fight with us. We might stand a chance. We're searching for soldiers for a fight against the mother world. I could help you. For a small fee, obviously. You might want to hold on. I'm here to make you an offer. To give you a chance at redemption. We are beyond redemption. What about revenge? Yeah! This isn't just pursuit of revolution. I have found her. The most wanted fugitive in the known universe. A new age for the universe. In Rebel Moon geht es um Cora, die auf einem Planeten strandet und dort dann beziehungsweise auch vom Admiral Noble mies behandelt wird, der ein tyrannisches Imperium quasi leitet und auf diesem Planeten möchte, dass die alle Getreidesorten quasi dem Imperium überlassen, wovon die dann halt leider kein Essen mehr haben. Und nun sammelt sie Leute zusammen, um sich quasi am Imperium zu rächen. Einer davon unter anderem einer der Gärtner, beziehungsweise nicht der Gärtner, der Bauern von diesem Planeten. Und nun reisen sie durchs Weltall, um andere Kollegen zu sammeln, um dieses Imperium zu stürzen. Und ja, was soll ich sagen? Das klingt schon in der Inhaltsangabe doch eigentlich nur nach Star Wars. Und Zack Snyder hatte mal in einem Interview erzählt, er wollte das auch als Star Wars-Film machen, einen etwas brutaleren Film, aber Kathleen Kennedy hatte damals gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und ehrlich gesagt kann ich jetzt auch verstehen, warum. Denn Rebel Moon ist quasi 1:1 ein Star Wars-Film. Also wirklich alles ist daraus abgekupfert. Und er hat nun Namen geändert oder kurze Szenen einfach fast 1:1 übernommen, nur um dann das Ende dieser Szene quasi umzuändern. Es gibt nämlich hier auch eine Cantina-Szene, die endet halt nur anders, als man es beispielsweise aus Star Wars kennt. Und es gibt auch wieder Droiden und so weiter und so fort. Also hier wurde sich aus allem Möglichsten alles zusammengeklaut.
Und Zack Snyder hatte jetzt gestern oder vorgestern in einem Interview erzählt, dass das wichtige neue IPs sind. Ja, dann mach doch neue IPs. Dann mach doch mal etwas, was es nicht schon gab. Wie zum Beispiel das hier, was ein uneheliches Kind einfach ist aus Star Wars, Herr der Ringe und Warhammer 40k, das überhaupt keinen Sinn macht. Also das ist ein drecks zusammengeschriebenes Wirrwarr aus irgendwelchen Szenarien, die kommen irgendwo in irgendeine andere Welt hin, wo dann wieder irgendeiner der Kandidaten für ihre Gruppe steht, gegen irgendein großes Vieh kämpft und dann sagt, oh, ich schließe mich euch jetzt an. Und es passiert sonst gar nichts. Null. Dabei haben wir noch eine Sophia Boutella, die irgendwo mega gelangweilt in der Prärie rumsteht, genauso wie ein Charlie Hunnam und so weiter und so fort, die alle gar keine Lust auf diesen Film eigentlich haben. Wir haben einen Ed Skrein als Gegenspieler, als Admiral Noble, der hier komplett deplatziert wirkt und eine Liebesromanze offenbar mit einem sehr, sehr schlecht getricksten Tintenfisch besitzt. Und da sind wir auch schon wieder bei einem Punkt, was überhaupt nicht geht, was absolut indiskutabel ist. Ein Film, der fast 250 Millionen Dollar gekostet hat, dürfte nicht so unendlich scheiße aussehen. Ich würde jede Wette drauf gehen, dass die niemals, niemals in diesem Film irgendwo vor echten Kulissen gedreht haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann ist es auch eine Kunst, einen Film an echten Kulissen zu drehen, aber so scheiße am Ende zu bearbeiten, dass es aussieht wie CGI. Das ist so grottenhässlich und gehört mit zu den hässlichsten Filmen des letzten Jahres. Neben dem Ant-Man, neben dem Expendables 4 reiht sich da Rebel Moon und ein The Flash, aber da reden wir nicht mehr drüber, wunderbar in diese hässlichsten Filme des letzten Jahres ein. Wegen dem Skript, wegen den grauenvollen Schauspielern, wegen diesem ewigen Hin und Her in dieser Geschichte, was einfach so sprunghaft wirkt, und diesem Edgelord-Gehabe von Zack Snyder, ist das für mich einer der schlechtesten Filme, die ich 2023 sehen musste. Von mir bekommt der Film 3 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr Rebel Moon schon ertragen? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye. Und guckt nicht Rebel Moon.